Willkommen, liebe Clasherinnen und Clasher, bei mir, dem Thorsten Agatoto, beim Clan Spätzle mit Soße. Ja, warum habe ich mir eigentlich diesen Angriff hier jetzt gerade mal so rausgesucht? Das hat einfach damit zu tun, ich halte ihn mal an, dass ich heute oder in den letzten beiden Tagen auf, glaube ich, so ein bisschen Unverständnis gestoßen bin. Also so ein paar Sachen fallen mir natürlich immer auf. Ganz davon ab, dass mein Sound bzw. meine Stimme im letzten Livestream mal so ein bisschen übersteuert war. Das lag sicherlich daran, dass ich auch mal ein bisschen vor und zurück gehe ans Mikro. Aber ich hoffe, ich habe heute mal den richtigen Abstand gefunden, aber auch den Abstand zu euch. Ich meine, dieses Format, ich hätte da mal eine Antwort. Das kennt ihr sicherlich aus anderen Channels. Aber ich habe heute mal Antworten auf ein paar oder überhaupt mal auf so Sachen, die mir immer wieder auffallen. Denn ich lasse den Angriff hier vom Roland einfach mal weiterlaufen, denn ich bin der Meinung, dieser Angriff ist es einfach wert, dass man ihn einfach mal zeigt. Und warum das so ist, das werden wir ja im Laufe des Angriffs sehen. Aber ich meine, wenn jemand hier bei uns bei den Spätzle mit Soße auftaucht und danach fragt, so nach dem Motto, das ist nichts gegen denjenigen oder so. Ich möchte auch, das ist kein Angriff oder sonst was. Aber ich meine, dann... Ihr versteht vielleicht diesen Kanal manchmal verkehrt oder das, was ich mache. Jemand hatte ja die Tage geschrieben, Toto, mach einfach das, was du meinst und worauf du Bock hast. Ich sollte es, glaube ich, tun. Aber wenn hier jemand reinkommt und sagt, Toto, ist es möglich, dass ich mich mal in einem Video von dir sehe, dann seid ihr hier falsch. Dann seid ihr hier definitiv in dem nicht richtigen Clan für euch gelandet, denn ich habe es heute Abend auch hier im Clan nochmal gesagt, ich bin auch ein ganz normaler Clash of Clans Spieler, vor allen Dingen hier bei den Soßen. Ich bezeichne mich ja immer als Gast, weil ich bin hier zwar relativ lange und häufig als Gast, aber es ist jetzt nicht so, dass hier der Toto Clash Hype ausbricht. Das soll auf gar keinen Fall so sein. Also ich glaube, alle nehme ich hier ganz normal als Spieler, als mal guten Spieler, als mal schlechten Spieler, als mal kritisierenden Spieler, als mal Vollhonk, wie auch immer. Aber so soll das auch, so soll das sein. Und so möchte ich das auch gar nicht anders haben. Denn alles andere wäre Blödsinn. Und wenn dann jemand hier reinkommt und fragt, ob er mal in einem Video auftaucht, Alter, da habe ich die Augen gerollt, ehrlich. Und das ist nicht Motto dieses Kanals hier, ich zeige euch oder ich zeige coole Sachen von euch, wenn ihr cool seid. Nein, ich zeige das, wo ich meine, das ist es zu zeigen wert. Oder aber klar, in den Livestreams, da ist natürlich immer so ein bisschen Querbeet dabei, ein bisschen Farm, ein bisschen CK. Aber ich glaube, der Angriff hier von Roland, der ist in jedem Fall zeigenswert, denn Rathaus 11 auf Rathaus 12 mit so vielen Prozenten, das lässt sich in jedem Fall sehen, denn dieses hier ist der heroischste Angriff aus unserem letzten Clankrieg. Und ich finde, das kann man einfach mal zeigen, denn das hast du auch nicht alle Tage, gerade mit so extrem vielen Prozenten. Und von daher, also so baut sich das so ein bisschen aus. Also schon mal eine Frage beantwortet. Also ich zeige nicht, wenn ihr cool seid, dann, das ist kein Garant dafür, dass ihr bei mir auftaucht oder so. Da habt ihr diesen Kanal nicht verstanden. Das ist ein Hobbykanal. Ich mache Clash of Clans. Und auf eine andere Sache gehe ich gleich rein, wenn ich einmal in den Community-Clan springe. Auch da, glaube ich, sind so ein paar Missverständnisse aufgekommen. Vielleicht versteht man es auch nicht. Weiß ich nicht. Kommt dann unter Umständen anders rüber. Aber ich glaube, es wären hier 93%. Ich denke mal, der Warden... Ah, nee, 92%. Es waren 92%. Also coole Sache. Beim zweiten Angriff gucken wir uns auch noch an. Meistens einen, den ihr noch nicht gesehen habt. Denn irgendwann in den Mittag oder morgen Mittagstunden musste ich ja auch ran. Ich mache mit dem Rathaus 12 nichts live im Clankrieg in meinen Livestreams. Und der Juli hier, dessen 99% Angriff ich zweimal im Stream gezeigt habe, tut mir echt leid, Juli, soll nicht wieder vorkommen. So viel Leid, wie er ertragen musste mit diesen 99% Angriffen. Sei es aber mal gesagt, dass er hier die Planung sehr, sehr hart mitmacht. Und so wie wir diesen Angriff hier geplant haben, ist er eigentlich viel, viel, viel besser worden. Vor allen Dingen viel, viel besser noch verlaufen. Also Killsquad, ihr seht das hier, nur King Queen. Ein Babydrachen zum Funneln, ein Elektrodrachen zum Funneln und die Karre eigentlich schon wieder ein bisschen zu weit. Die Karre ein bisschen weit, also auch hier war der Plan, dass wir den Single Inferno hier rausfriesen. Und ich habe jetzt immer noch King
die Queen dahinter, Warden, habe ich dann für meinen Luftpart gehabt. Und ich wusste mal wieder nicht, also okay, da ballert jetzt natürlich das Rathaus, das ist jetzt schon ausgelöst von den Walküren, auf die Queen. Aber die kann ich immer noch zünden. Ich habe mir auch extrem viel Zeit gelassen, damit ich das Rathaus in jedem Fall hier bekomme. Danach ist mir die Queen dann auch Latte. Und der zweite Part sollte dann aber letztendlich losgehen mit den Loons hier. Und da war ich wieder völlig überfordert. Ihr seht das hier, 7 Eilzauber, alter Falter. Also hier an der Ecke nochmal den Troll-Tesla, aber ihr habt es gerade gesehen, der macht es mit einem Loon mal eben so weg. Und dann geht das, ich will nicht sagen, dass Loon gespammy hier los, aber Julia hat mir gesagt, Toto setzt die Loons so, dass sie in jedem Fall irgendwie in die Mitte gehen, Richtung Rathaus. Das war ja nun schon weg. Das war ja nun schon weg. Und mit 2 Hunden hier und dieser Masse an Loons, und wir haben heute Abend auch festgestellt, dass die Loons auf 8, die sind schon ziemlich, ziemlich nett und wirklich OP. Also OP will ich nicht sagen, so ein bisschen musste natürlich auch angreifen können. Wir haben das Ding hier ja ein bisschen länger geplant und aber richtig viele Loons, ihr seht das hier, ich habe dann am Ende einfach nochmal die Eizau hier rausgesweckt, weil ich es halt noch hatte. Die dann irgendwo in so eine Ecke setzen, das ist auch nicht mein Ding. Aber den Warden extrem spät gezündet. Ich glaube nur noch für so 1-2 Defenses. Ja, hier in der Ecke steht auch mal wieder ein Tesla. Na, entschuldigt bitte. Ich muss mal was trinken. Wie in den Livestreams auch, ne? Auch da muss ich immer wieder was zu mir nehmen. Ah, ne, das habe ich ja hier stehen. Und ja, so glaube ich, sind das hier gute 3 Sterne geworden. 4 auf 4 hier. Und gegen die Angie-Truppe, wer den Livestream mal wieder nicht gesehen hat, Verlinkung wie immer oben am Ende des Videos. Dem sei gesagt, wir haben diesen Clankrieg hier gewonnen gegen 14 Engineered CK-Accounts. Und ich glaube, das war auch absolut verdient von unserer Seite her. Wir haben wirklich super gekämpft mal wieder. Das war unser 8. Ich glaube, unser 8. Sieg in Folge. 2 können jetzt noch kommen, dann verlieren wir ja meistens. Ja, das sind es 8. Und ich springe jetzt aber mal in den Community-Clan. Also Glückwunsch nochmal an die Soßen hier. Super Kämpfe gesehen in den Livestreams und unter Umständen nehme ich nochmal ein bisschen was mit rein. Ich habe mir hier auch noch nicht alles anschauen können, aber wir springen jetzt mal in die Community-Clan-Bases. Ja. Und auch hier war es sicherlich ein Fehler, den Clan einfach mal offen zu lassen, denn zu Anfang waren hier Leute drin, auch aus dem Global, die dann gesehen haben, oh, die sind hier im Clan. Die kamen hier dann rein und haben hier, Gottchen, ihr wisst das schon, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Aber ich glaube, ich habe den Clan jetzt, also ich habe den Clan herausfordert, auch das dürft ihr nicht falsch verstehen. Ich schau mal, dass ich euch ein bisschen Clash of Clans nebenher zeigen kann. Jo, das sieht ganz gut aus. Also einfach mal ein bisschen was nebenher gezeigt. Auch das dürft ihr nicht falsch verstehen. Ich habe das ja angeboten, dass ich mal, das ist im Moment jetzt kein so ein Community-Clan-Hype hier, so nach dem Motto, Toto macht mit euch einen Clan-Krieg, kommt alle rein und wir feiern hier ein tolles Event. Nein, ich habe das nur angeboten für die, die vielleicht so ein, denen vielleicht nicht langweilig ist, aber die im Moment nicht in ihren Clans mitgenommen werden, weil sie zu kleine Accounts haben. Ich biete auch die Ligaspiele in 9 Tagen an. In 9 Tagen haben wir schon die zweite Liga. Und in diesem Clan hier biete ich an, dass wir so mit 15, 20, 25 Leuten hier vielleicht auch in der Liga einfach mal tätig werden. Das ist hier Spaß in der Freude, Leute. Das ist hier kein Muss. Deswegen, ich hätte da mal eine Antwort. Ich habe da jetzt mal eine Antwort drauf auf diese ewig kommende Frage. Toto, streamst du heute? Nein. Ihr wisst, auch mein Kanal ist, das ist ein ganz normaler YouTube-Kanal und ich finde nach wie vor, dass vor allen Dingen hier auf YouTube so ein Stream etwas Besonderes für euch sein soll, für euch Zuschauer. Ich muss dazu bereit sein, ihr müsst dazu bereit sein, ich weiß, ihr könnt immer Streams gucken, nur bei mir müssen Zeit und Stunden immer passen. Und so so nach dem Motto, kannst du mal oder machst du heute? Nein. Ich mache es einfach nicht, denn so ein Stream ist von mir nicht einfach mal so dahingesetzt, so jeden Tag 17 Uhr, ich setze mich mal hin und mache jetzt einen Stream, ob ich jetzt Bock habe oder nicht, ich mache einfach was. Das ist nicht mein Kanal, Leute, das dürft ihr mir nicht falsch verstehen oder so. Ich mag vieles hier in Clash of Clans, ich mag das Tagesvideo drehen, ich mag so ein bisschen das Schneiden, das Reinbringen von gewissen Sachen. Aber was ich nicht mag, bin ich ganz, ganz ehrlich, dieses machst du heute was, damit ich mich im Video sehe. Das geht einfach nicht. Das finde ich scheiße. So muss man es mal sagen, das finde ich scheiße. Und denn ich lasse mich hier nicht unter Umständen zu etwas zwingen. Ich meine,
mag sein, dass ich immer so als ganz lieber netter YouTuber auftauche oder so, aber gewisse Dinge, die geben mir dann doch schon mal so ein bisschen Hals oder die gehen mir an den Hals, dann kriege ich so einen Reifen hier drum und dann war das beschissen eine Riesenbombe. Okay, und deswegen quält mich nicht unbedingt immer mit den Fragen, tote Streams heute, irgendwas aus CKs. Aus diesem hier werde ich sicherlich etwas bringen, ob das jetzt ein Stream ist oder ob das ein Video ist. Das sei doch mal dahingestellt. Ich habe euch das hier angeboten, ihr seid hier reingekommen. Ich habe im Community-Tab heute nochmal geworben. Leute, kommt hier ruhig rein, wenn ihr Langeweile habt. Nicht Langeweile, sondern wenn ihr Lust habt, hier mit mir einen Clankrieg zu spielen. Only Rathaus 9876. Ich glaube, so tief geht es hier. Und wir sind immer noch in der Suche. Das kommt noch dazu. Wir suchen jetzt schon 4 Stunden hier einen Gegner und finden nichts. Ich weiß nicht, was an diesem Clan jetzt verkehrt ist, dass wir keinen Gegner finden, aber exakt diese 30 sind hier jetzt drin. Die sind in der Suche, die sind nämlich alle grün. Also alle, die hier heute rot waren oder noch zu langen Timer hatten, die habe ich hier heute alle gekickt. Denn ich glaube, ich weiß, dass ich mich auf diese 30, die jetzt hier sind, da kann ich mich gut drauf verlassen. Das hat sich heute so ein bisschen rauskristallisiert. Ich glaube nicht, dass hier jetzt noch jemand rein und raus geht. So soll das auch eigentlich sein. Das ist auch eigentlich mein Ziel. Einfach ein Clankrieg. Ein Clankrieg in diesem Clan. Ihr seht es auch, ich habe die Pokale extrem hochgestellt. Also ein Spendenaccount kommt hier sicherlich auch rein für Max Bowler oder was auch immer. Da hatten ja heute einige Sorge im Rathaus 9 Bereich nach dem Motto, meine Armee funktioniert nur mit Max Bowlern. Kriegen wir hier alles rein? Kriegen wir alles rein? Das wäre jetzt das Letzte, was hier nicht geht. Und also bleibt ganz entspannt hier, aber ich glaube trotzdem, dass die Scheiße hat der viele Ressourcen, aber ich brauche nur Dunkles, dass wir in jedem Fall hier die ordentlichen Truppen zum CK-Start auch drin haben. Da werde ich irgendwie für sorgen. Klar, notfalls hole ich natürlich den Toto hier rein mit dem Rathaus Swift Account, um zumindest die eingängigen Truppen hier auf Max zu spenden, damit wir hier, ich hoffe mal, Erfolg haben. Aber wie gesagt, wir haben noch keinen Clan gefunden, der gegen uns hier antritt. Ich weiß nicht, warum sich die Suche so lange im Moment gestaltet. Ich habe um 7 Uhr heute Abend gestartet, damit noch 2 Leute mit reinkamen, die ich ja auch mit reinhaben wollte. Da habe ich auch so ein bisschen das Einsehen gehabt. Aber ich habe da nochmal angehalten, weil da mitten in der Suche einer geschrieben hat, ich bin ja gar nicht dabei. Ich mache ja gar nichts. Er sagt das doch vorher. Dann brauchst du hier gar nicht reinkommen und dich hier dran beteiligen. Oh, jetzt habe ich eine Truppe gesetzt. Okay, jetzt muss ich natürlich ran. Das ist eine coole Truppe hier, ne? Das ist eine sehr coole Truppe, aber ich habe noch mal so ein paar bessere Magier hier. Das ist eine total irky Truppe hier. Magier mit Heiler, kann ich euch sagen. Mache ich öfter mal. Denn in diesen Rathausbereichen hier ist das, passt das? Ist das eine super Truppe? Kann man einfach mal machen. Ist eine Spendenarmee hier. Denn wir spenden uns hier in diesem Clan einfach was geht. Einfach was geht. Und bisher, glaube ich, über den Tag verteilt. Ich bin ja auch nicht so super oft hier. Das dürft ihr auch nicht erwarten, dass wenn der Toto mit euch hier einen Clankrieg spielt, dass der hier 24 Stunden online ist. Alles liest, alles macht. Nein, auch das ist nicht so. Ich bin ein ganz normaler Mensch, der vor allen Dingen heute auf den Sonntag, ihr seht das Video, auf den Sonntagmittag, der den ganzen Tag nicht da ist. Ich komme heute Abend irgendwann erst wieder. Das ist nun mal so, das ist hier der heilige Sonntag, der gehört einfach der Familie. Und egal, ob das und dann ist es auch egal, wie lange das dann in den Arm geht oder wie sich das hinzögert. Meistens machen wir nämlich nach unseren Aktivitäten irgendwas Schönes noch für den Gaumen. Und Das sind hier Familienrituale. Die müssen einfach eingehalten werden, auch von mir. Das mache ich auch. Da RL, Real Life, geht immer vor, auch bei mir. Aber den haben wir trotzdem ganz gut gerockt hier. Okay. Der war jetzt auch so ein bisschen offline, aber ihr seht das hier. Könnt ihr ruhig mal nehmen. Im Rathaus 7 Bereich, total öcki. Heiler mit Magier ist besser als Heiler mit Riesen, denn die Masse an Magier, die können nicht so schnell wegfliegen wie die Masse an Riesen irgendwo durch die Fallen, und weil du hast ja viel, viel mehr dabei. Also so geht das hier. Also einfach nur mal so ein paar Antworten auf einige Fragen, die ihr immer habt. Erwartet, ihr könnt was von mir erwarten, keine Frage, Content, aber ihr könnt ihn nicht unbedingt immer selbst bestimmen, denn bestimmt tue nach wie vor, glaube ich, also der Kanalbetreiber, was ich letztendlich bringe, was ich mache. Und
Natürlich ist das auch mal nicht das ganz, ganz Richtigere für einige, aber ich glaube, so für die Masse passt das. Ich fordere hier mal eben an, voll machen, danke, das passt hier. Und ich wollte es einfach nur mal gesagt haben, dass ihr hier zwar was erwarten könnt, aber nicht, was ihr starten könnt. Und deswegen habe ich das heute mal gemacht. Dieses Format ist auch nicht eigentlich, das ist auch nicht mein Format mit diesem Ich hate da meine Antwort, das ist totaler Quatsch. Aber ich musste einfach mal diese Fragen beantworten. Also diese ewige Fragerei, Toto streamst du heute? Ja, die Frage kann ja kommen, ja. Aber ich meine, wenn sie dann in 4 Stunden 3-mal kommt oder 5-mal kommt und ich beantworte sie schon einmal, wo ich sage, nein, ja, vielleicht, dann lass das doch einfach so stehen. Das ist eine Antwort. Punkt. Manchmal weiß ich es auch nicht. Dann komme ich ja auch wirklich kurzfristig. Aber so ein Stream ist für mich nach wie vor auch mit euch etwas Besonderes. Das soll auch so bleiben. Und ich glaube, die Streams sind auch auf meinem Kanal immer so ein bisschen... Mache ich auch. Ich finde das total beschissen, dieses Öcki-Zeichen. Glaube ich, ist immer noch so ein bisschen was, was diesen Kanal hier, ich hoffe mal, so ein bisschen von den anderen abgrenzt. Also mein Fokus liegt ganz klar auf Tagesvideos, was es auch immer ist. Nicht auf Livestreams mit Masse oder ich setze mich nur noch hin, mache Livestreams und habe überhaupt keinen Bock, hier Videos zu machen. Denn das ist nicht das Ziel von mir, vom Thorsten. Sondern ich habe andere Ziele, die kennt ihr. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem jetzt im Kanal, trotz dieser vielen, vielen Hater-Geschichten bei mir dran. Ich glaube, das wird auch so sein, denn ich zähle ja auch auf euch, vor allen Dingen hier in dem Community-Clan. Freut mich, dass wir hier 30 Leute sind, die jetzt, glaube ich, durch dick und dünn gehen, vor allen Dingen durch diese Suche hier. Es ist jetzt schon echt extrem spät, macht aber nichts. Freut euch auf Clash of Clans, bis dahin, euer Toto. Bis später.